Ich habe jetzt hier aber auch echt keinen. Rotoren brauche ich. Kann ich mir welche rausgrabbeln? Das ist möglich. Okay, sonst hätte ich alles. Muss ich mir nochmal hier Stahlbeton herstellen. Ich brauche Beton, 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 Beton. 8 Stück. Haben wir? Weil ich will nicht echt, ich will echt immer nicht so scheiße hochlaufen, Leute. Habe ich jetzt echt nicht so ein Body drauf. Okay, das ist falsch rum. Das ist richtig rum. Ich habe es auf die Kette bekommen, das richtig zu machen. So. Und ein Einjang. Und dann gibt es da hier nochmal ein bisschen Feuer. Haben wir hier noch irgendwo ein Plätzchen? Draußen Plätzchen. Und so. Aua, das tut aber weh. Sage mal, mein Freund. So wollten wir das aber nicht sehen. Also wirklich, das ist hier ein unfreundlicher Typ. Na komm schon, irgendwo muss das doch ein bisschen schick aussehen, ne? Okay, so kann das bleiben. Aber jedenfalls war das nicht nett, dass er mich da voll auf den Boden klatschen lassen hat. Ja, das ist doch zufriedenstellend. Kurz mal rausgehen. So. Ratzfatz bin ich hier. Du bist mein Mann. Er gehört zu mir. Wie mein Nörmchen an der Tür. Ich glaub, der bleibt hier. Denn das ist der Mann für mir. Kann jetzt damit fahren, wenn ich das hier getriggert habe. Nein. Nein, 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 nein. Aber dann machen wir es von hier oben. Ganz klassisch von oben. Und flop. Jo, ist falsch rum. Warum willst du mich verarschen? Das ist doch hier. Warum ist denn das ein Eingang? Hä, das kann doch kein Eingang sein. Ach, natürlich ist das ein Eingang. Natürlich, ist doch logisch. Das ist ja der Bereich für den Eingang. Okay, die Stelle merken wir uns. So. Dann machen wir hier ran. Oh, passt hier überhaupt noch ein Aufzug hin? Natürlich nicht. Ich sag dir, ärger mich nicht. Sprichst du meinen ganzen Zorn? Kommt da ein Aufzug dran? Perfekt. Jetzt geht's so nicht. Oh doch. Nee, da ist mein Eingang. Vloop. Jetzt kommt hier nämlich der Aufzug, weil das ist nicht schlimm, dass hier so ist. Den kann man hier nochmal so individuell gestalten. Da ist die Ware schon. So, jetzt brauche ich hier noch mehr Konstrukteure. Ne, Manufakturen. Also wieder 3 Stück. Ich weiß gar nicht, wer das alles hier bepowern soll. Ich weiß es echt nicht, Leute. Denn das hier ist echt nicht so machbar, wie man denkt. So. Dann sollte ich mal, er soll das machen. Dann soll er dahin. Und er geht jetzt einmal dahin. So. Und dann kann das hier so reinlaufen. Und da fangen die Probleme ja schon an. Er soll hier nämlich das hier herstellen. Das hier, weil ich brauche echt viele davon. Gut, das ist halt wieder so eine Sache. Man braucht nicht so viele davon machen. Man kann auch einfach anstatt Energie und Ressourcen oder in Ressourcengewalt oder wie auch immer man es nennen möchte, in Masse könnte man auch einfach in Zeit investieren. Sprich, gut, ich mache mir einen schicken Nachmittag in Satisfactory,
und genieße ein bisschen die Aussicht. Kann man ja auch machen. Aber will man ja irgendwie nicht. Möchte man ja irgendwie nicht tun. Zu teuer. Sag du mir nicht, was ich mir leisten kann. Aber ich kann es mir nicht leisten. Ich habe ja auch nirgendwo Stangen. Was ist denn eigentlich mit meiner Standproduktion? Hallo, warum läufst du nicht richtig? Hallo, du bist mir aber so wichtig. Ach so, ist gar nicht voll. Warum läuft das denn hier so scheiße? So, das ist voll. Aber das ist dem Ding komplett egal. Ja, mehr Schmelzöfen, sag ich da nur. Ach ja, kann ich mir nicht leisten, ich habe keine Stangen. Das muss ich echt noch oldschool. Kann ich ja nicht, ich habe keine Stangen. Das Ding will mich provozieren. Hatte ich hier nicht irgendwo eine Werkbank? Scheinbar nicht. Falls doch, dann ist sie halt irgendwo da. Komm, komm, komm. Und flupp, das sieht jetzt so aus wie ein Umweg. Ist es aber nicht wirklich. Wir können jetzt hier so direkt runter, darauf, dann darunter. Mal mir ein paar Stangen. Ist echt nicht zu glauben, oder? Dass ich da oben eigentlich mir so eine krasse Fabrik aufgebaut habe. So durchdacht eigentlich. Aber die Standardsachen überhaupt nicht produziert werden können. Nicht, jedenfalls nicht ordnungsgemäß. Das ist schon echt irgendwo traurig. So. So. Flop. Aber naja, gut. Deswegen haben wir hier oben jede Menge Platz und Möglichkeiten, dass wir solche Fehler zum Beispiel komplett ausmerzen können. Hops. Hopsasa. Tiralala. Fidelidelidelidelo. Okay, so. Schmeiß hier rüber die Uzi. Ich sollte genug produzieren. Ich produziere sowas von genug. Dann mal hier nochmal ein paar Schmelzöfen hin. Gut, Schmelzöfen allein reichen nicht. Ich brauche natürlich auch noch Konstruktor. Mann, lass mich hier mal hoch. Lass mich hier hoch, bitte. Okay. Man springt immer so, wenn man da dran klebt, springt man immer so weit zurück. Schmelzöfen. Aussasa. Bob. Bob. Ich guck einfach mal, wie viel ich nebeneinander noch bekomme. Perfekt. Perfekt. 6 Stück. Hops. Hops. Und hops. Hops. Wie viel Strom das hier einfach frisst, die ganze Anlage. Richtig viel. Okay, dann brauche ich hier nochmal einen Splitter. Hops, kommt das schon durch? Ja. Hops, hops, hops. Keine Sorge, es läuft noch nicht komplett. Ich muss hier nochmal für ein Ding auch nochmal einen Splitter bauen. Hops und. Zack, funktioniert das überhaupt? Ja. Na toll. Na komm. Ich will dich gedreht haben. Und dahin. Da kommt das weg. Das weg, weil das funktioniert ja gar nicht. Dann wird jetzt eingestellt und zwar von vorne nach hinten.
Und so, kennen wir ja von vorne nach hinten. Immer von vorne nach hinten. Eisen. Och, warum bin ich so? Was soll ich denn mit Eisenbahn schmelzen? Wie soll ich Eisenbahn schmelzen? Och nein. Nein. Jetzt. So, ihr könnt natürlich auch nur kurz klicken, um das zu markieren. So, ich markiere es nämlich immer alles ganz gerne. Geht, obwohl das nicht so aussieht, trotzdem schneller. Flupp. Ich glaube, das sollte noch da sein. Och, Mann. Toll, jetzt reiße ich alles ab, obwohl ich es doch noch brauche. Nochmal so ein dummer Fehler. Oh, Mann. Oh, Mann. Ich hab's nicht so leicht. Aber drei reichen hier auch erstmal. Hier hinten reichen erstmal drei. Ich muss hier gar nicht durchschmelzen. Ich dachte jetzt echt, ja, ich muss durchschmelzen. Aber wie komme ich denn drauf? Ich meine, das hätte man doch ehrlich checken müssen. Stahlbarren niemals schmelzen. Denn aus Stahlbarren eingeschmolzen werden Stahlbarren. Oder Eisenbarren in dem Fall. Ja, gut. Es gibt auch Menschen, die nicht immer sich so konzentrieren können. Und die Menschen mag man nicht. Doch, mag man natürlich. War nur ein Spaß. War nur gerade, weil ich mich nicht konzentriert habe. Und es dadurch relativ gut vergeigt habe. So. Und dann hier nochmal fusionatorisieren. Ich hoffe, ich komme hier rum. In der Weihnachtsbäckerei. Gibt so manche Leckerei. Weihnachtslieder gehen immer. Und man möge die Produktion an den Mann bringen. Watcher, Watcher, Watcher. Ich fürchte, meine Beine schmieren nicht richtig. Watcher, Watcher. Das war Star Wars. Zweiter Teil. Bum, bum, bum. Sehr schön. Jetzt läuft's hier zumindest ein bisschen. Ja, komm schon, gib mir die volle Power. Ja, das könnt ihr haben. Das kann bei euch angestaut werden, nicht bei mir. Toll, du bist schon voll. So ein Scheiß, ey. Und drüber hier. Jetzt ist das Ding hier nicht mal leer. Ich könnte durchdrehen. Explodieren. Auch alles leer. Ja gut, dann wirst du halt zerschreddert. Kann jetzt auch mitleben. Und hops. Wo ist mein Schredder? Ich zerschredde das jetzt wirklich. Ich bin so knallhart. Ich mach das Ding fertig. Ich mach dich fertig, du Ding. Und klack. Hops. Hops. Fallschaden. Scheiße. Hab mich getroffen. Zack. Ich soll geschreddert. Gib ein paar Punkte immerhin dafür. Wenn ich dich nicht loswerde, musst du geschreddert werden. Könnte doch eigentlich Organisation. Spende ich dem Ding hier nochmal ein großes Lager. Es hat es verdient. Das hat es einfach verdient. Dass dort richtig rausgelutscht wird. So, schön viel Beton. Weil Beton braucht man immer. Beton ist so wichtig. Ops, ops, ops. So, jetzt gucken wir erstmal gleich zur Produktion. Ich hole mir nur noch mal Stahlrohre. Ja, mal nochmal kurz Stahlrohre holen. So, und den angefangenen Stack kannst du natürlich wieder haben. Dafür nehme ich einen vollen. Den habe ich nicht bekommen. Jetzt habe ich den bekommen. Und jetzt gehen wir nochmal nach oben gucken. Hops. Hopp, hopp, hopp. Rinnen, kopp, kopp, kopp. Und
Sup. Wir sind da. Ach, jetzt ist das hier. Och nein, och Mann, leck mich. Dass man da auch so reingesaugt wird, das nervt ein bisschen. Warum kann ich einfach nochmal E klicken? Ist ja viel geiler. Einfach nochmal E zum Betreten. Würde ich echt geiler finden. Also wirklich jetzt. Nee, hier noch Freiraum. Du, ich fühle mich ein bisschen bedrängt von dir. Gib mir doch mal hier die 2. So. Jetzt nochmal da unten eine Verbindung herstellen, die wir nicht brauchen. Wupp. Weil wir da schon eine Verbindung haben. Einer von uns. Einer von uns. So. Jetzt haben wir die Platten. Was wollten wir denn? Was brauchen wir noch? Schrauben. Ne, Rotoren. Oh, zum Glück keine Schrauben. Ich bin kein Freund mehr von Schrauben. Nein, nein, nein. Wow, ich dachte, ich verkacke den Sprung. Und hops, hops. Klack, klack, klack und durch. Komm. Wo produzieren wir eigentlich Rotoren? Ach, Rotoren haben wir doch da hinten produziert. Nochmal eine Runde drehen. Gut, es ist nicht schlimm. Es ist schon ganz cool. Also die Transportrohren finde ich richtig geil. Die sind so praktisch. Aber dass die Stangen hier nicht ankommen. Muss doch einen Fehler gemacht haben. Muss hier irgendwas kräftig falsch laufen. Es kann doch nicht sein, dass hier keine Stangen durchkommen. Ich meine, es produzieren gerade 5 Konstruktor für einer dieselbe Sache Stangen. Und es kommt nichts an. Nichts. Einfach gar nichts. Ja, das ist ein Fall für Schnecken. Es ist ein Fall für Schneckerei. Und hops. Mein Schraum fließt jetzt auch nicht immer durchgängig, aber mehr als ausreichend. So, ich habe noch 3. Ich habe hier auch noch sowas. Denn übertakte ich das jetzt hier richtig fett da hinten. Und bap, bap, bap. 4 Dinge habe ich jetzt. 4 Stück. Das sollte jetzt aber doch endlich mal reichen. Also ich werde das jetzt richtig schön hochschrauben, dass selten meine Produktion läuft. Weil es kann doch nicht sein, dass meine Maschinen einfach nicht hinterherkommen können. Also ja, es ist so. Dementsprechend kann es doch sein, aber wow. Ich habe so einen Stangenverbrauch. Da müsste ich das jetzt echt richtig hochschrauben. Aber so richtig. Das mache ich auch hier hinten. An der letzten hier. Du kommst hier auch schön hoch. So, 15. Klack. So. Und 37. Und du auch nochmal hier. Schön hoch. Schön hoch. Ich will eine schön fette Produktion sehen. Verbraucht ja 17 Megawatt. Interessiert mich aber nicht. Ich bin Strommillionär. Meine Batterien sind niemals leer. Ich bin der Strommillionär. Kilowatt schwer. Ne, Meter was. Ne, Kilowatt geht auch. Sopp. So, jetzt will ich hier aber schön produziert. Schön Schnecken hierfür geopfert. Ne, du, was heißt, es ist ja nicht schlimm. So, würde es keinen Sinn haben, den würde es nicht übertakten, wisst ihr? Das ist ja logisch. Aber wir brauchen es halt wirklich. Oh, jetzt sehe ich auch mal ein paar Stangen lang fließen. Und da vor allem reingehen. Oh Mann. Hier, ich kann dir ein paar abgeben. Hier, die gebe ich auch ein paar ab. Oh Gott, ey. So, die Rotoren brauche ich jetzt auch nochmal da. Erstmal muss ich testen, ob das hier auch überall hinkommt, wo es hin soll. So, sehr schön. Rotoren, bitte Einlass.
Ja, es sind schon mal sehr gute Mängel drin. Und ihr produziert jetzt intelligente Beschichtungen. Aber hurtig, hurtig, sag ich euch. Hurtig, hurtig. So, ey, wir haben aber schon viel geschafft. Hä, was machst du da? Nein, ich will doch hier nicht immer so ein Fundament in den Boden machen. Da ich vorhabe, richtig viel davon zu produzieren, mache ich natürlich das Ding so hin. Mache natürlich einen Fusionator, ist ja klar. So. Da will ich jetzt erstmal da oben raufspringen. Oh Mann, das ist echt so. Wenn man da so. Och, leck mich. Wenn man da so rangepresst wird, dann kommt da echt nichts bei rum. So, sehe ich jetzt mal so eine. Ja, kurz. Da. Oh, sieht cool aus. Sieht schon cool aus. Es ist nur so schnell draußen, dass man das echt gar nicht sehen konnte. So, fehlen nur noch 400 noch was. 466. Gott, da haben wir echt gut geschafft heute, muss ich sagen. Echt gut geschafft. Was ist hier drinne? Genau, da haben wir schon mal 100, 200, oh, noch was. Nur einer produziert hier, ne? Ja. Aber hier ebenso. Es kommt einfach nichts bei rum. Es ist so krass, ich weiß nicht warum. Na gut, es wird einfach hier so ressourcenintensiv sein. Ist es ja auch. Hier kannst du einen angefangenen Stack haben. Oh Mann. Was man hier nicht alles raushauen kann in Ressourcen für eine und dieselbe Sache. Aber wie gesagt, es ist ja jetzt nichts, was wir nicht brauchen. Es ist ja absolut wichtig, dass das läuft. Was ist dein Problem? Gar nichts. Du produzierst schön. Das freut mich. Hier, modulare Rahmen. Ein Ding. Nur einfach über die Zeit. Einfach über die Zeit läuft das. Hier läuft es halt überhaupt nicht, weil wir Eisenplattenmangel haben. Das machen wir aber beim nächsten Mal, Leute. Wir machen hier jetzt erstmal Schluss. Feierabend. Wir sehen uns.